Eine Weltneuheit von Challenger. Ein Lounge-Grundriss mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt. Ja, wir haben heute schon viel gelernt, dass man Sitzplätze prima verstecken kann. 4 Stück haben wir schon gesehen. Aber 5, Carsten, da hast du gesagt, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen. Ja, das ist wohl wahr. Also das ist ein Fahrzeug mit 5 Sitzplätzen und natürlich auch mit einem außergewöhnlichen Innenraum. Und deswegen wollte ich dir gerne das Fahrzeug mal vorstellen. Ja, es ist ein teilintegriertes Fahrzeug auf Ford-Basis. Wie lange habt ihr Ford jetzt schon? Oh, wir setzen auf Ford schon sehr viele Jahre. Und das Schöne hier bei diesem Fahrzeug, es handelt sich um ein Sondermodell mit 170 PS serienmäßig und mit Automatik immer an Bord serienmäßig. Das Automatikgetriebe kommt immer mehr und mehr. Ich denke, in der Fahrzeugklasse macht das auch wirklich Sinn. Einfach Gas geben, fertig. Und Ford baut richtig tolle Autos. Ja, das ist richtig. Das hier haben wir eine Wandlerautomatik. Die kennen viele schon aus dem Pkw-Bereich und die ist sehr beliebt. Wandlerautomatik heißt, ich kann auch was hinten dran hängen, kann einen Berg hochziehen. Aber ich sag mal, in diesem Fall hier ist das nicht möglich. Ja, man kann es schon tun. Allerdings für unsere großen Lastenboote oder Autos haben wir die Variante auf der Fiat-Basis. Ja, das Fahrzeug gibt es in 2 Varianten und von daher haben wir für jeden Geschmack das Richtige dabei. Ja, auch den Fiat gibt es ja mit der neuen Wandlerautomatik 9-Gang. Auch die ist bei unserem Grafit VIP-Sondermodell serienmäßig und ja, das macht das Ganze so spannend. Challenger, ja, ihr seid hier in Deutschland noch kein Marktführer, aber du hast mir erzählt, in Frankreich seid ihr gut dabei. Das stimmt, in Frankreich ist die Marke Challenger tatsächlich Marktführer und in Deutschland sind wir auch schon beliebt auf jeden Fall und bei vielen auch bekannt. Und ja. Viele denken, es wäre eine amerikanische Marke, dem ist nicht so. Es wird in Frankreich gebaut, mit viel Liebe zum Detail, praktisch in Europa. Und ihr kennt das Werk auch persönlich? Ja, ich kenne das Werk persönlich. Ich bin regelmäßig dort und dort wird es mit Liebe zusammen gebaut. Ja. Und was mich immer erfreut, die Entwicklungsabteilung. Wir finden überall Reisemobilisten, die genau wissen, was man braucht an Bord und wo es sehr günstig ist, mal eine Ablage zu finden. Ja, und deswegen habt ihr nämlich auch das spezielle Konzept entwickelt. Man hat einen Lounge-Grundriss, das werden wir gleich mal zeigen, mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt. Lounge bedeutet, ich habe ein richtiges Sofa, eine Sofalandschaft. Und das Raumgefühl, das werden wir gleich mal zeigen, denn auch dieses Fahrzeug hat ein Hubbett, ist schier unglaublich groß, weil ich das Hubbett, wenn ich es nicht brauche, komplett wegpacken kann. Genau, und ich wollte dich ja überraschen, deswegen habe ich hier ein Fahrzeug ausgewählt, nicht nur mit einem Hubbett, sondern gleich mit 2. Quatsch. Und das gucken wir uns jetzt an. Nee. Warte mal, er schaut mal kurz nach, ob es auch stimmt. Das ist die Sonderserie 380 Grafit Edition Premium. Nein, ich gucke nicht nach, ob es stimmt. Es stimmt. Ich wollte nur kurz nach dem Gewicht gucken. Natürlich stimmt das. 61.894 Euro. Jetzt hast du mich überrascht, denn ich dachte, es wäre jetzt ein Späßchen mit dem zweiten Hubbett. Aber das macht ja Sinn. Wenn man 1 hat, dann kann man auch 2 verstecken. Genau, und das Schöne ist ja, ich habe vorhin von Innovationen gesprochen und genau das zeichnet Challenger aus. Wir sind eine der innovativsten Marken, die man so kaufen kann und das werden wir spätestens hier an diesem Grundriss merken. 2 Hubbetten, hinten Stockbetten und das obere Hubbett kann ich runterfahren, so viel sehe ich schon mal. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich fett. Mit wie vielen Personen kann man dann letztendlich hier reisen? Ja, du kannst hier mit 5 Personen reisen. Und das ist ein sehr interessanter Grundriss, weil nicht nur das Hubbett oben zu verstellen ist und das elektrisch, sondern auch das untere Bett in der Höhe verstellbar ist. Und das geht allerdings manuell, weil es ja die Garagenerweiterung ist, ja, sodass man wirklich an alles gedacht hat. Ja, starkes Konzept, ein bisschen anders vom Bad, da wo jetzt natürlich die Stockbetten sind. Da war in den anderen Versionen das Bad drin, das ist hier ein bisschen anders gelöst. Und die Länge des Bettes hier hinten, kann der Papa da auch mal schlafen unten? Genau, also konzipiert ist das Ganze tatsächlich für Familien. Aber wir haben festgestellt, dass auch sehr viele Getrenntschläfer, sage ich mal, ja, wenn ich selbst schnarche, dann kann ich hier die Tür verriegeln und habe dann 2 getrennte Schlafräume. Und auch dafür wird das Fahrzeug sehr häufig und sehr oft benutzt. Ja, es gibt ja Leute, die wirklich mal schnarchen sollen.
gehe mal kurz hinten rein. Wenn du dich mal gerade aufs Bett legst, mal komplett, Patricia, wenn das mal sieht. Ja, darfst du jetzt mal. Die Schuhe haben wir ja vorher natürlich gereinigt, ist ja klar. Aber hier ist ein Kissen mit drin. Da ist eine breite Seite hinten, das heißt, da ist wahrscheinlich das Kopfende. Genau, richtig, ja. Also man hat hier auch ein breites Bett, ungefähr 90 cm breit. Und das Schöne an diesem Fahrzeug, und das sehen wir hinten an der Wand, du hast gerade drauf geleuchtet, die Easybox, das Schild. Und mit dieser Easybox, das zeige ich euch dann mal, wie das funktioniert, wenn die Patricia sich dann wieder zu uns gewandt hat, weil die ist nämlich unter der Matratze. Die Easybox. Ja, die Bezeichnung, die findet man immer öfter auf der... Genau, sie geht mal kurz da rein, dann geht der Carsten mal durch. Genau. Ist der Vertriebsleiter von Challenger. Also hier haben wir das schöne Bett, das klappt sich einfach auf, ja. Und jetzt finde ich einen sehr großen zusätzlichen Stauraum, ideal für Kleidung und das Ganze mit einem Handgriff. Im Prinzip, ja, ein ganz großer Kleiderschrank, wo ich hier T-Shirts reinlegen kann, Socken, Unterwäsche, egal, Spiele. Genau, jetzt ist das Ganze noch in der Höhe verstellbar. Das heißt, wenn ich hier das Bett wieder runter mache, und das ist ja die Normalvariante, dann kann ich von außen, von der Garage aus, mit einer Kurbel das Bett in der Höhe verstellen, ungefähr 30 cm. Und dann passen auch richtig große Fahrräder da rein, ohne dass man die Lenker oder irgendwas verstellen muss. Die kann ich einfach reinschieben. Mit einer Kurbel geht das? Mit einer Kurbel, genau. Das ist ja toll. Das obere Bett hier. Funktioniert natürlich wieder elektrisch, echt? So wie du schon kennengelernt hast. Ja. Und das fährt mit einem Handgriff fährt das nach unten. Das heißt, wenn ich Platz brauche, dann fahre ich es hoch. Und wenn ich den Platz nicht benötige zum Schlafen, kann ich runterfahren, kann die Leiter dran machen. Genau. Und fertig. Ja, also hinten im Heck das Fenster noch für die Belüftung beim Schlafen. Ideal als Kinderzimmer. Und das ist ja wie in einer Zweiraumwohnung auch möglich, einfach die Tür hier zu schließen und somit ja den hinteren Raum komplett abzutrennen. Schön ist auch hier so der Vorhang, den ich habe. Hier kann ich dann nochmal so ein bisschen Atmosphäre schaffen, dass wenn einer mal auf Toilette geht, dass er nicht direkt aufs Bett schaut. Oder ich kann zumachen und habe dann sauber aufgeräumt. Das ist wohl wahr, aber du kannst auch den kompletten Raum schließen. Und das zeige ich dir nochmal, wenn wir hier die Tür einfach verriegeln, ja. Dann ist das Kinderzimmer abgeschlossen. Ja. Und während die Eltern hier vorne noch gemütlich ein Glas Wein trinken, haben die Kinder hinten ihren Freibereich und ihre Ruhezone. Ja, knapp über 60.000 Euro als teilintegriertes Modell der gehobenen Klasse. Muss ja sagen, ihr seid ja nicht die billigsten am Markt. Also es geht ja hier um Qualität. Genau, richtig. Und wir befinden uns auch hier in dem Premium-Modell. Das ist also die beste Ausstattung, die man kriegen kann. Und serienmäßig, wie gesagt, 170 PS, Automatikgetriebe an Bord und eine super tolle Innenausstattung, so wie wir es hier gerade kennenlernen. Das ist wirklich toll. Es gibt einen großen Kleiderschrank auf der Seite. Zeig mir den mal bitte. Mach mal bitte auf. Mal sehen, denn wenn ich ja mit 4 Personen reise, brauche ich ein bisschen Platz. Der ist wirklich sehr groß. Ja. Hinzu kommen dann noch die Easybox-Staufächer, die wir vorhin schon gesehen haben, unter dem Bett. Mhm. Und damit habe ich wirklich ausreichend Stauraum. Prima. Ein ganz kleines Detail, auf was du immer gerne verweist, ist dieser unscheinbare Bügel, der hier oben drin ist. Damit kann ich Sachen trocknen in der Dusche. Genau. Die Dusche ist groß. Sie ist auf jeden Fall größer als in meinem Reisemobil. Genau, die ist sehr groß, hat auch einen schönen Lattenrost unten drunter. Ich habe eine verstellbare Dusche, so wie das gar nicht in allen Reisemobilen üblich ist. Wie zu Hause halt, man soll sich wohlfühlen. Das ist wirklich groß. Also wenn ich das mit Premium-Reisemobilen vergleiche, die haben eine ähnlich große Dusche. Und ich glaube, hier kann ich dann auch mal mit einem Kind rein, das auch mal abduschen. Die Mama kann das mal machen. Genau. Und habe hier unten auch einen PVC-Belag, der kann auch mal ein bisschen nass werden. Ich glaube, das tut ihm nicht weh. Ja. Und da kann das Kind dann drin sein. Ich kann es dann ordentlich abduschen, habe dann Platz. Ja, Patricia. Ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. Ich wurde gerufen. Du wurdest gerufen. Ja, ich habe schon mal in der Zeit hier das Bad erkundet. Ja. Und man hat hier oben solche Schiebeschränke. Da kann ich natürlich dann verschiedene Sachen reinstellen. Wie zum Beispiel
haben müssen. Ja, hier habe ich, ja genau, und hier habe ich auch nochmal Ablageflächen. Einen Spiegel habe ich drin, kann ich. Genau, Spiegel. Hier habe ich auch nochmal einen Spiegel an der Tür. Und dann habe ich hier unten noch eine Schublade. Mhm. Und hier habe ich auch noch was. Ah ja. Für Handtücher und Co. Genau. Und ich habe natürlich eine große Toilette drin von Tedford, drehbar, damit die Beine auch Platz haben. Ja, ja, richtig schick. Ich finde auch den Boden total schick. Passt Warum? Zu meinen Schuhen. Passt das? Und zu der Hose. Ja, werden wir gleich nochmal kurz was erfahren. Ja, wir gehen mal zum Carsten. Hier ist das eine Fenster nochmal. Ich drehe mich mal um. Wenn du mal so lieb bist, mach die Tür mal zu. Genau, können wir mal rausgehen, denn wir haben uns über den Wohnraum ja noch gar nicht unterhalten. Die Fahrzeuglänge hier bitte. Die ist knapp unter 7,50 Meter und jetzt sind wir im Wohnraum angekommen. Hier haben wir das zweite Hubbett, das haben wir schon in anderen Grundrissen von uns gesehen. Das Besondere auch hier ist wieder die 1,60 Meter Breite, die ausreichend Raum bietet und natürlich diese darunter liegende Riesenlounge. Sag mal hier, 3,5 Tonnen, 4 Personen, passt das noch? Ja, also es ist schon grenzwertig, muss man schon offen gestehen. Da muss man schon genau überlegen, was man alles so mittransportiert. Ja, aber möglich ist es auf jeden Fall. Für diejenigen, die natürlich ein bisschen mehr mitnehmen wollen, Sportgeräte oder ähnliches, gibt es das Fahrzeug auch noch in der Variante Fiat Whip. Und da kann ich das Heavy Chassis ergänzen, sodass ich deutlich mehr Zuladung mitnehmen kann. Ja, man kann sich aber auch zusammenreißen, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt alles mitnehmen, denn das Fahrzeug fährt wahrscheinlich auch mit 4 Tonnen, aber wenn es dann in Kontrolle kommt oder es passiert bei einem Unfall, dann ist der Schaden groß. Ja, also man sollte schon aufs Gewicht achten, auf jeden Fall. Ja, wirklich. Dein Tipp da, das Wiegen, du bist ja selbst Camper, das heißt am besten mal auf so eine Schrottwaage fahren, dem man mal, ich sag mal, 5 Euro in die Hand drücken und mal wiegen lassen. Genau, also das ist wahrscheinlich das Beste, wenn man neu anfängt und nicht genau weiß, wie viel tatsächlich dann möglich ist an Zuladung. Einfach mal alles rein, auf die Waage fahren mit Personen, ja, und dann kann man sehen, wie viel zusätzliche Freiraum man noch hat. Ja, man sollte auf jeden Fall die Personen im Auto lassen, denn die Polizei wiegt tatsächlich sogar mit den Personen im Auto, das habe ich schon gesehen, ja. Also das Aussteigen hilft nicht. Genau, das ist richtig, aber wenn man zu viel an Bord hat, dann hilft immer noch das Wasser abzulassen, sodass man muss ja nicht den vollen Wassertank mitführen, um abends zur Toilette zu gehen und einen Kaffee zu machen. Man kann auch am Urlaubsort den Wassertank erst füllen. Die Tankgröße hier üblicherweise? Also wir haben hier 120 Liter Frischwassertank und ausreichend Abwasser, sodass man da mehrere Tage gut auskommt. City-Wasseranschluss, gibt es sowas hier? Also wir haben hier einen bequemen Wasseranschluss. Ja, das ist wirklich so, dass man das Fahrzeug leicht betanken kann. Und für die Camper unter uns, die auch im Winter aktiv sind, wo das nicht unbedingt mit einem Gartenschlauch gefüllt wird, sondern mit einer Gießkanne, haben wir da was vorgesehen. Das sieht man allerdings hier innen nicht, sondern außen. Mhm. Und da brauchen wir auch den Schlüssel, können wir uns gern später mal angucken. Da gibt's. Ungefähr was, wenn du es mir beschreibst? Also wir haben uns überlegt, wie füllt man am besten auf. Das geht am besten durch einen besonders schönen, guten, praktischen Einfüllstutzen, der besonders lang ist, um einfach auch das Eingießen mit Gießkannen leicht zu ermöglichen. Ja, ich habe selbst eine Gießkanne, das geht schon. Also bloß, es geht immer ein bisschen was daneben. Ja. So ist es manchmal. Küche. Komm, ich drehe mich mal um, bevor wir nochmal auf ein kleines Detail kommen. Ja, das Hubbett hat es mir ja angetan. Ich habe dich ja gebeten, komm, zeig mir mal alle mit Hubbett. Und das sind eine ganze Menge. Das heißt, immer mehr Fahrzeuge werden mit Hubbett ausgestattet. Ich glaube, in Frankreich ein Renner, so ein Hubbett, oder? Nicht nur in Frankreich, bei uns in Deutschland genauso. Die Leute, die das Hubbett sehen und das vorher gar nicht in die engere Auswahl genommen haben, die entscheiden sich oft um. Ja, das stimmt. Also viele kommen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, haben eine Vorstellung eines Einzelbettwagens zum Beispiel. Und wenn wir ihnen dann andere Raumkonzepte zeigen, dann sind sehr viele Kunden ganz schnell begeistert von diesen neuen Raumkonzepten. Ja, das Hubbett kann man übrigens sperren, damit die Kinder nicht daran rumspielen können. Man kann übrigens auch diesen Tisch elektrisch rauf und runter fahren. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben hier in dieser Version. Jetzt im Moment ist er ausgeklappt? Jetzt ist er ausgeklappt, genau. Jetzt, also ganz oben. So, dann kann ich das Bett ganz bequem umbauen. Und bitte? Ja, also wir können das Hubbett jetzt einfach runterlassen. Ne? Mhm. Und das
Das ist jetzt der vordere Schalter. Mit dem hinteren haben wir das hintere bewegt. Und ich stehe jetzt im Eingang und habe hier genügend Platz, um da rein und raus zu laufen, trotzdem das Bett jetzt gerade in voller Breite nach unten geht. Ja, Patricia, jeder Hersteller hat andere Konzepte, aber das hier ist, das ist scheint ziemlich cool, ausgereift. Ja. Ja, wirklich, ein Riesenbett, also da hat man genügend Platz. Ja, wenn du mal kurz drauf gehst, man kann sehr leicht einsteigen, deshalb selbst die Patricia mit 1,67 kann, genau, wenn du es gerade nochmal machst, ich filme es gerade nochmal, ja. Also man kann einfach aufsteigen. Also ich stehe jetzt hier, ja. So. Lalala. Und jetzt kann ich hier einfach mich reinschmeißen. Ja, und es ist wirklich groß, also gerade große Menschen, die achten ja drauf, dass das Bett groß genug ist, dann wird ja oft von den Verkäufern gesagt, naja, man schläft ja nie gerade. Aber das ist schon echt ein großes Bett. Also hier hat man ausreichend Platz, 1,60 Meter breit, eine Riesenspielwiese. Ja, hier konnten sogar die Kinder schlafen und die Eltern können sich nach hinten verdrücken. Ja. Das ist cool. Ja, was schön ist, ist auch die maximale Belastung und dieser, ich sag mal, sehr, sehr einfache Mechanismus, bei dem ich irgendwie ein cooles Vertrauen habe, weil im Prinzip kenne ich das Material von den Gurten. So oder so ähnlich. Ja. Das ist genau das gleiche Material, du hast es richtig erkannt. Ein Sicherheitsgurt hat eigentlich die wichtigste Aufgabe, Sicherheit zu bieten und den Menschen, der dahinter sitzt, aufzufangen im Ernstfall. Hier hält es unser Bett und ja, das 250 sicher. Kilogramm ist hier zulässig. Ja, dann fahren wir es nochmal hoch. Tolles Fenster, jetzt habe ich natürlich auch vom Bett Blick auf die Sterne und ihr habt noch was Besonderes gemacht. Ihr habt ins Hubbett, das sieht man hinten, da ist ein Elektrokabel dran, habt ihr unten noch Lampen gemacht, damit es unterm Hubbett auch schön hell ist. Bitte genau. Fahren wir mal hoch, Carsten. Ja. Und ist sehr leise, also man hat hier keinen, man weckt nicht den kompletten Campingplatz auf oder Stellplatz. Man weckt eigentlich niemanden auf, weil das ist wirklich ja ganz laufruhig. Und tatsächlich kann ich jetzt hier in der Zwischenstufe noch eine Leiter einhängen, um dann unten drunter auch nochmal so eine Variante zu erstellen, wie wir es vorhin schon mal kurz gesehen haben, mit einem zusätzlichen Polster, ein Notbett praktisch oder ein Zusatzbett. Und ja, jetzt fahren wir es mal ganz rauf. Aber selbst kleine Kinder können ja direkt drauf schlafen. Das heißt, die könnten... Genau, die können sich hier direkt hinlegen, ja. Ja, ist auch cool. Das heißt, ich kann beide Polster benutzen, um zwei Kleinkinder dort abzulegen. Dort bräuchte man gar nichts umbauen, aber da kann man den ganzen Tag mitspielen mit dem Tisch. Und damit man das nicht tut, gibt es einen Schlüssel. Genau, richtig. So, jetzt haben wir hier den Tisch nach oben gemacht, ja, und wir haben ja vorhin, du hast es ja vorgestellt, ein Fahrzeug für 5 Personen. Das heißt, während der Fahrt kann ich den Tisch auch einklappen, um einen leichten Zugang ins Fahrerhaus zu bekommen und durchzulaufen. Und auf der linken Seite hier sieht man schon, dass die Sitzbank etwas länger ist als auf der rechten Seite. So kann ich im vorderen Bereich einen 5. Sitzplatz bekommen mit einem Beckengurt. Mhm. Und im hinteren Bereich ist wieder unser Isofix sitzt, den wir vorhin schon gesehen haben, auszuklappen mit einer schönen Lehnenverstellung. Ja. Wenn du mal so lieb bist, ein einziges Mal ausklappst. Das heißt, den gibt es einmal hier vorne, da ist der unten drunter, genau. Und einmal hier. Genau. Denn ich zeige das mal, ja, ja. Ich lege einfach die Polster gerne zur Seite. So komme ich ganz leicht mit zwei Handgriffen an den Sitz ran. Und da ist auch schon, ich nehme an, da ist der zweite drunter dann, oder? Genau, also da ist der zweite Sitz drunter. Hier habe ich jetzt erstmal meine Sitzfläche und meine Lehne. Und ja, die Sitzfläche ist sehr schnell hergestellt mit dem Polster, was ich sonst im Wohnraum benutze. Man sieht die Isofix-Halterungen hier hinten, ja, sodass man die Kindersitze leicht ergänzen kann. Und mit einem Handgriff mache ich hier raus eben den 3-Punkt-Sicherheitsgurt. So, ja. Und dann habe ich auch als ja, mittelgroßer Mensch, 1,82, genügend Platz, genügend Freiraum, um da zu sitzen. Ich kann mit dem Polster, was ich dann da vorne einhänge, auch mal so eine halbe Schlafposition einnehmen, die Füße hochlegen. Also das alles geht während der Fahrt und so kann ich auch als Mitfahrer ganz bequem sitzen. Man hier kann sogar den Sitz da hinten. Genau.
Da gibt es eine Kopfstütze, die wird hier oben eingehangen. Die haben wir jetzt nicht montiert. Also in deiner Größe wäre das natürlich wichtig. Aber cool ist, dass ich die Sitzfläche anwinkeln kann. Denn bei ganz vielen Reisemobilen ist dahinter ja eine Wand. Die ist dann komplett gerade. Und kannst dir vorstellen, wie die Kinder nach 8 Stunden Fahrt nach Südfrankreich aussehen, ja, genau, wenn die ganz gerade sitzen. Deswegen haben wir hier eben die bequeme Variante an Bord. Und in Verbindung mit den ISOFIX-Halterungen kann man das auch der Neigung des Kindersitzes perfekt anpassen, sodass jeder gut aufgeräumt ist. Ja, tolles Konzept. So, den 5. Sitzplatz. Ja. Den finden wir praktisch hier vorne. Man kann schon erkennen, dass es hier um einen Sitz geht, der ja ein Beckengurt hat. Mhm. Dieser Beckengurt befindet sich eben hier. Man hängt noch eine zusätzliche Lehne ein und wird praktisch in umgedrehter Fahrtrichtung als Mitfahrer transportiert. Genau, das ist natürlich auch so zugelassen. Ihr habt ja eine Serienzulassung, ihr seid ja keine Einzelzulassungsfirma. Und das geht. Man kann also auch gegen die Fahrtrichtung sitzen mit Zulassung. Genau. Also man kann mit 5 Leuten gleichzeitig hier in Urlaub fahren. Ja, toll. Zumindest mal mit 4 und wenn der 5. dann doch noch mitkommt, der Cousin oder der beste Freund, dann kann man ihn mitnehmen. Das dritte Kind. Dann haben wir ausreichend Platz. Sehr schön. Ja, tolles Konzept. Also hinten mit diesen Stockbetten. Du bist ja jetzt ein Einzelkind. Und aber wenn du jetzt noch eine Schwester gehabt hättest, ja, dann hättet ihr da hinten wahrscheinlich viel Spaß. Oder deine beste Freundin. Ja, also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, die uns mega viel Freude bereitet hätte. Ja, cool ist aber auch, junge Leute leihen sich ja auch Wohnmobile. Hier könnten also auch 4 Personen könnten fahren, die sich gut kennen. Die könnten in Urlaub fahren. 2 sind hinten, ein Pärchen hinten, der Rest auf dem Hubbett würde gehen. Also ein Pärchen vorne, ein Pärchen hinten, das geht. Und ja, du hast gesehen, ich habe hier in kurzer Zeit die Wohnlandschaft wiederhergestellt mit dem besonders großen Raum, der da zur Verfügung steht. Carsten, wenn du mal so lieb bist, dich mal hinsetzt. Ja. Also, ich habe eine Frage an dich. Hier kannst du dich auch hinlegen. Kann man sich auch hinlegen. Ist das Konzept mit diesem, ich sag mal, Wohnraumkonzept, mit den Sofas, dass das nicht mehr so aussieht wie eine Rundsitzgruppe im Wohnwagen, ja. Ist das der Trend im Moment? Also man kann schon sagen, dass das sehr beliebt ist, sehr gut ankommt, ja, weil es einfach einen zusätzlichen Raum bietet, den wir vorher mit L-Sitzgruppe gar nicht so darstellen können. Und ja, viele Kunden lassen sich davon begeistern, ich selbst auch. Ich finde das Raumkonzept wirklich sehr schlüssig und sehr clever. Ja, schön ist die Vereinzelung, ich kann zumachen. Hinten der Einzelschläfer, wir haben darüber gesprochen, der hat jetzt eine Lösung und das Bett fahre ich einfach hoch. Und es fällt nicht auf und wenn ich es brauche, fahre ich es einfach runter. Genau. Das ist schon gut gemacht. Es wäre aber auch für 2 Personen prima, wenn man einzeln schlafen möchte. Mhm, das ist wohl wahr. Also auch für 2 Personen ideal. Man kann die Tür schließen, hat 2 Schlafräume getrennt voneinander und auch ein Schnarcher wird den Mitfahrer nicht stören. So, wir sind jetzt mal nicht auf Details eingegangen, wie funktioniert eine Gasflasche und so. Ich denke, das kann man sich bei vielen anderen anschauen, aber wir haben hier eine Besonderheit. Man muss nur wenig Gas mit sich führen, weil wir tatsächlich in eurem Konzept eine Dieselheizung verbaut haben. Ja, das ist richtig. In allen Challenger-Fahrzeugen werden Dieselheizungen serienmäßig angeboten oder standardmäßig verbaut. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich eben nur noch eine Gasflasche habe. Ich spare wieder Gewicht, habe wieder mehr Zuladung und habe natürlich auch viel mehr Bequemlichkeit, weil ein voller Dieseltank hält deutlich länger als eine Gasflasche beim Heizen. Und das Gewicht wieder, ja, ich. Ja. Genau. Und auch im Winter, gerade wenn man Skifahrer ist oder den Wintersport liebt, ist das die perfekte Lösung. Das heißt einfach voll tanken, bevor ich zum Platz gehe. Und dann, ich glaube, 0,2 Liter pro Stunde, egal, ist auf jeden Fall nicht, dass da literweise dass das durchrauscht, sondern diese Dieselheizungen sind sehr sparsam. Ja, da hast du recht. Also die 0,2 Liter, die sind bei Volllast, also wenn ich das Auto richtig warm mache und wenn ich dann meine Grundtemperatur erreicht habe, dann sind es gar nicht mehr die 0,2 Liter, sondern weniger. Mhm. Also das ist sehr lange ausreichend. Also ich denke, ein Camper, er muss eher die Toilette leeren, als dass er den Tank auffüllen muss, um nachzuheizen. Ja, weil Leute, die natürlich keine Du-Control-Gasflasche haben und nachts um 5 Uhr auf dem Skiort mal raus mussten, die wissen, was eine Dieselheizung bedeutet und man kann die sogar nachrüsten, viele rüsten hier nach. Ja, die kommt nicht von irgendjemand, sondern von einem Top-Hersteller,
Lieferanten, das ist Ebersbecher. Und ja, die sind bekannt aus dem professionellen Bau. Da ist zum Beispiel Mercedes-Benz Unimox, da ist die drin und so weiter. Also das sind die Profis bei Dieselheizung. Das ist wohl wahr. Und Ebersbecher stellt auch sehr viele Standheizungen für PKWs her. Aber das ist nicht die einzige Heizung, die wir anbieten. Wir bieten in anderen Grundrissen auch die Truma Kombi-Heizung an. Und auch das ist ein sehr bekannter und beliebter Hersteller für Dieselheizung. Sehr schön. Ich zeige mal gerade, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man das Raumvolumen mal zeigt. Carsten, nee, wenn du mal so lieb bist, dich nochmal hinsetzt. Denn wenn du dich mal hinlegst, der alte Camper Carsten, sage ich jetzt mal. Nee, du selbst campst ja? Genau. Ist auch wichtig so. Und hier sieht man, dass man sich auch mal etwas weiter gegenüber sitzen kann. Also das Raumkonzept ohne Hubbett wäre gar nicht möglich. Da hätte ich das Bett ja da. Und ich war mal am Bodensee, habe mich mit Leuten unterhalten, die so ein Hubbett-Fahrzeug haben. Und der halbe Campingplatz war in dem Fahrzeug drin, weil die das alle nicht fassen konnten, dass es möglich ist. Ja, das ist ja wirklich so. Also deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Aber die normalen, die laufen ja auch. Das heißt, Längsbetten hinten habt ihr auch im Angebot? Genau. Wir haben natürlich das normale Portfolio mit Einzelbetten, mit Queensbetten, ja. Und was wir ja heute gezeigt haben hier mit den Hubbetten, wir haben die breitesten Hubbetten, die man so kaufen kann in unserer Fahrzeugklasse mit 1,60 Meter Breite. Gleiches gilt auch bei unseren Fahrzeugen mit Queensbett, die sind ebenfalls 1,60 Meter breit. Mhm. Und natürlich auch bei den Einzelbetten, auch da haben wir eine Breite von 90 cm, also auch besonders breit, um einfach eine gute Nacht zu haben und bequem zu schlafen. Ja, toll. Tolles Konzept. Auf einem teilintegrierten 7 Meter, wie sind wir hier? 7 Meter, Paar 40. Ja. Paar 40. Dann gehen wir mal raus zum Zettelchen. Schön die kleinen Nachtlichtchen hier, die jetzt natürlich in der Helligkeit nicht gut zu sehen sind, aber blau leuchten. Aber nachts ist das natürlich toll, oder? Nachts ist das ein guter Wegweiser zur Toilette. So ist es, ja. Da ist das Produkt 380 Graphit Edition Premium von Challenger. Einzigartig im Wettbewerb, ja, der Werbesprech, aber wahrscheinlich ist es so. Ja. Und denn er hat einen Lounge-Grundriss mit fünf Fahrsitzplätzen, das haben wir eben gesehen. Das heißt, ein richtiges Sofa, eine Sofalandschaft. Und eigentlich ist das ein tolles Fahrzeug für, ich sag mal, die Großeltern. Ich bin ja selbst Opa. Und das heißt, das Enkelchen mal mitnehmen. Aber wenn man es nicht braucht, hat man ein tolles Auto, ein großes Auto. Und ich sag mal, die Mama vom Enkelchen, die muss keine Angst haben, dass es, da zu wenig Platz gibt. Nee, also wir haben es gesehen, 5 Sitzplätze, ausreichend Platz, ein super Wohnraum, getrennte Schlafzimmer. Ich denke, eine perfekte Lösung für die Großeltern mit Enkeln. Ja, wenn Sie noch 61.894 Euro übrig haben, inklusive der Mehrwertsteuer von 16%, dann können Sie das Fahrzeug erwerben. Carsten, komm mal kurz mit, dann zeigen wir es nochmal komplett. Das hier ist eine Verkaufsmesse, das heißt, hier sind die Verkäufer bis auf die Zähne bewaffnet mit einem Bleistift und wenn man kaufen möchte, kann man. Ja, also dieser Grundriss ist sehr beliebt und die Graphit Premium Variante, die Top Variante mit einer wirklich sehr umfangreichen Ausstattung, bietet immer Automatik und immer 170 PS serienmäßig. Und als Alternative für Fiat-Freunde bieten wir das Ganze als VIP-Ausstattung an. Ebenfalls immer mit Automatik serienmäßig. Beim Fiat sind es dann 140 PS. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Carsten Sträter, Vertriebsleiter Deutschland von Challenger, für diese umfängliche Einführung. Aber ich denke, dass es viele Leute gibt, die dieses neue Konzept, nämlich den Lounge-Grundriss mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt, interessiert. Wir haben es intensiv gezeigt. Vielen Dank, Carsten. Ja, gerne. Ja, und vielen Dank, Patricia. Danke, Sven. Am Tag Nummer, was haben wir heute? 7 auf dem Caravansalon.